Hey, hey, The Hand of Merlin werden wahrscheinlich 3 bis 4 Teile werden. Kommt ganz davon, wie lang die Videos sind. Wir haben hier, obwohl die Musik und der Hintergrund hier vielleicht anders aussieht, ein rundenbasiertes Strategiespiel, trotzdem Fantasy. In dem Fall hier ist Merlin quasi der Wächter über das Multiversum und kämpft gegen einen Riss in Jerusalem, durch den Aliens auf die Erde kommen und von den Menschen als Dämonen gesehen werden. Und wir müssen den Heiligen Gral nach Jerusalem bringen, um diesen Riss zu schließen. Macht alles Sinn, drücken auf neues Spiel und legen los. Ich wollte eigentlich schon früher eine Kampagne hiervon hochladen. Aber das Spiel tut die ganze Zeit so, als würde es übermorgen aus dem Early Access gehen und release dann einen Content-Patch nach dem anderen. Ich habe etwa 20 Stunden gespielt, glaube ich. Das hat zumindest gereicht, um Hard Mode und Hard Mode Plus freizustellen und alle Charaktere freizuspielen. Wir bleiben auf normaler Schwierigkeit, damit ich auch ein bisschen reden kann und nicht die ganze Zeit nur denken muss. Bauen wir unsere Party zusammen, dann war du suchst zuerst unseren Chor aus. Die Chors sind quasi unsere Guardian Spells, wie es hier oben steht, unsere Support-Zaubersprüche, die wir im Kampf benutzen können. Merlin ist da relativ simpel. Wir werden bei Heilung, Stun und Damage bleiben. Ich habe schon Morgana und Oberon freigespielt. Es gibt noch 2 weitere, an die kommt man aber schwierig dran. Morgana hat mit Flüchen und Gesundheitsentzug zu tun und Oberon hat viel mit Ausweichen und sowas zu tun. Finde ich aber insgesamt nicht besonders stark, den Chor. Wir bleiben bei Merlin, damit, falls irgendjemand das Spiel hier kauft wegen dem Krempel hier, einigermaßen eine Vorstellung davon hat, wie der Merlin-Chor zu spielen ist. Man kann hier noch mehrere Sachen kaufen. Es ist ja doch irgendwie ein Roguelike. Heute ist ja alles irgendwie ein Roguelike. Weil wenn man verliert, kann man mit ein paar Punkten hier rauskommen. Wir haben noch 4 Essenzpunkte übrig. Wir könnten also einen ganzen Haufen Zaubersprüche kaufen, die ja noch drin sind. Aber da ich mir nicht ganz sicher war, welche ich haben wollte, habe ich lieber ein paar von denen gespart. Stellen wir unser Team zusammen. Ich habe ja schon ein erster Eindruck-Video hiervon hochgeladen. Da hatte ich gesagt, man braucht einen von jeder Sorte, einen Krieger, einen Bogenschützen und einen Mystiker. Sobald man mehr als 3 Charaktere hat, stimmt das nicht mehr. Wir könnten hier einfach mit 3 Kriegern loslegen. Bräunor und Saphir sind hier die Defensivcharaktere und Zara und Tarek sind die Offensivkrieger. Wir nehmen Zara mit. Die Charaktere sind alle recht gleich. Einzigartig ist die Stadtverteilung hier oben. Nicht besonders einzigartig, aber doch ein ganz kleines bisschen. Hier man sieht, dass einzelne Teile zwischen Evasion und Move sich tauschen. Evasion ist 10% Chance pro Punkt, dass man nicht getroffen wird. In dem Fall hier hätten wir also 20% Chance, dass die Dame nicht getroffen wird auf dem Feld. Hier drüben haben wir Default und Unbend, das heißt einfach nur, dass die besser ist, weil ich mit der das Spiel schon mal fertig gespielt habe. Gut, ihre Spezialfähigkeit, das Einzige, was den Charakter einzigartig macht, ist Resourceful. Das bedeutet, wenn die einen ungepanzerten Gegner das erste Mal trifft, macht die extra Schaden und regeneriert Rüstung. Als Bogenschützen werden wir Salim mitnehmen. Die Bogenschützen sind alle recht einzigartig. Merivan bekommt Cooldown Reduce, wenn die jemanden tötet. Wilfred ist quasi der Nahkampf-Bogenschütze / Schurke. Der fängt auch mit der einzigen Nahkampffähigkeit an, die Bogenschützen haben. Salim ist ein Turm. Der steht und je länger der steht, desto mehr Damage macht der. Fertig. Und Elaine ist ein komischer Kerl, der gerne Decoys von sich erstellt, auf die die Gegner dann schießen können. Mystiker sind unsere Support-Einheiten. Ist also klassisches Dreieck hier, Tank, Damage, Support. Wir werden die Sache ein bisschen auf den Kopf stellen und 3 Damage-Dealer mitnehmen. Und dafür packen wir noch Isabelle ein. Jetzt muss man hierzu sagen, die Kombination ist insofern ganz nett. Isabelle hat, wenn eine Einheit Rüstung oder HP generiert, macht die mehr Schaden. Das bedeutet, Zara wird dadurch gebufft. Wenn die sich nämlich durch ihr eigenes Passiv Rüstung wiederherstellt, bekommt die den Buff von Isabelle mit oben drauf. Was man nicht direkt weiß, wenn man noch nicht gespielt hat, ist, dass jeder Charakter einzigartige Dialogoptionen mitbringt. Zara ist dabei unsere Schurkin, also Banditenanführerin. Die hat so ein bisschen so Robin Hood Sachen. Die kann Sachen stehlen, Geld an arme Leute geben und sowas in der Richtung. Salim ist unser schlauer, orientalischer, arabischer Bogenschütze. Der macht so Gedichtskrempel und passt auf Dinge auf. Und Isabelle ist einfach nur eine zornige weiße Frau.
die alle Leute anbrüllt und denen sagt, dass sie aus dem Weg gehen sollen. Sehr praktisch also. Gut, legen wir los. 5 Minuten rum. Ich muss noch einen Haufen Zeug vorlesen, bevor wir überhaupt in den ersten Kampf kommen. The Holy Grail. After many days of travel, you have arrived at Camelot. Before you lies the heart of Albion, King Arthur's dream made manifest. Here you will find the Grail and begin your quest. Wir bekommen 32 Gold, 2 Essen, 1 Punkt Mana und 40 Renown, was einfach nur XP ist. Ich glaube, bei 50 kriegt man Level up. Camelot is not what it once was. King Dagonet, who once was King Arthur's jester, has transformed Camelot into a mockery of its former self. A place of unchecked avarice and gluttony where ordinary people go unheard. Request an audience. King Dagonet, nearly insensate with drink, yawns as you explain the nature of your quest. He holds the grail in his hands, swiveling the last remains of his wine. When you are done, he tosses the sacred relic at your feet. Here, have the damn thing. I have much better cups and all the stories about its magical powers are silly lies. Did you know they say it changes based on the intent of its owner? What nonsense. Tell me, champions of Merlin, what is the greater virtue, valor or honor? Gucken wir mal. So, 2 stacks of valor. Deal an extra 2 points of damage when targeting an enemy with more health and armor than you. Das ist was für unseren Bogenschützen im Zweifelsfall. Compel Duel ist 40% weniger Schaden, wenn 2 Einheiten sich gegenseitig auf die Mütze hauen. Also nehmen wir Weller und geben das am ehesten an unseren Bogenschützen. The Grail changes before your eyes, but Dagonet does not seem to perceive the difference. See? Hurry, old nonsense. Now go. I'm tired of your ceaseless prattling and if you succeed, tell them it was I who sent you. But you fail, well, I shan't be coming to your aid. I have a great feast to prepare. After all, the people wish to celebrate King Dagonet the First. And who am I to oppose them? He dismisses you with a wave of his hand. As you are about to depart, you are pulled aside by an old, tired-looking man. King Dagonet's treasurer, he offers his help. Dagonet will not notice if a few things go missing. He sighs, and besides, he does nothing but waste what little there is left. What would be most useful, some coin or this old relic here? It is said to hold powers, though I cannot attest to that. So, was haben wir hier? Bearer is granted 1 action point in their first turn. Ist cool, bringt uns aber leider nicht allzu viel, außer vielleicht, wenn Zara den abgibt. Ist ja ganz cool. Dann könnte die wahrscheinlich zu jemandem hinlaufen und den direkt schlagen. You thank the old man for his help. Be wary on your journey, he advises. We have had ill news from many places and trouble brews near Kobenik. Okay, was machen wir hier in dem Spiel? Wir tauschen erstmal unsere Dinge dafür. Machen wir unser Journal auf. Packen den Grail hier runter, das Ding da hoch, den Grail of Salim. Wir können den Holy Grail auch verkaufen, dann haben wir das Spiel auf der Stelle verloren. Ist dem Spiel ziemlich egal. Wir hüpfen diese kleinen Punkte hier ab. Bis wir in Corbenic ankommen und mit diesem kleinen Boot unten nach Frankreich fahren. Also an das Gebirge zwischen Frankreich und Spanien. Da geht es dann weiter. Also, was tun wir? Wir hüpfen diese kleinen Punkte hier entlang. Wenn so viele Punkte gehüpft sind, wie hier Zahlen unterstehen, werden diese Nodes hier corrupted. Die werden dann schwieriger. Die Klötze hier geben Mana oder Upgrades für den Gral, glaube ich. Und die Heroic Nodes geben Ausrüstung oder neue Helden. Sollte man jemanden verlieren, auch das ist möglich, was wir hoffentlich vermeiden können. In Städten macht man halt Stadtdinge, man kauft Sachen und verkauft Sachen. Ich würde sagen, wir schauen, dass wir an so vielen Heroic Nodes wie möglich vorbeikommen und die Mana-Sachen zum Großteil auslassen, weil wir brauchen keine Essenz. Wir werden uns also hier für diesen mittleren Weg entscheiden. Creature of the Night.
Near midnight, you notice a small pair of glowing eyes slowly approaching your campfire. You are certain this is an animal, not a beast of the cataclysm, but you cannot shake the feeling that there's something distinctly odd about those eyes. Allowed to approach. Aww. The creature turns out to be a small black kitten. It rubs up against your feet, purring, then looks at you expectantly. One of its eyes is golden, the other blue. Wir haben leider nichts zu essen, kleines Tier. Aber hier, nimm. The kitten purrs loudly as it devours the food. Then it curls up and promptly falls asleep. You feel more pleased than reason should allow. In the morning, the kitten has moved on and so must you. Yay, plus 6 Renown. Oh, wir haben nicht mal Essen verbraucht. Hallo, wer hat gebimmelt? Ich glaube, das war, weil hier unten jetzt Sachen corrupted geworden sind. Eine Quest, eine Quest. The Strange Castle. After a long day of riding through eerie, foggy lands, you spend the night at the Castle of the Horn, which is ruled by an ancient man called Sir Lambord. In the morning, you are summoned to his chambers. Okay. The warband gains well rested. Wir brauchen Essen. Sir Lambord is the oldest man you have ever seen. If the stories are true, he is more than 100 years old. A terrible scar runs across his scalp. He stares at the grail with fear in his eyes. There it is. The Lapsit Exilis. War das Latein? Dann machen wir das nochmal. The Lapsit Exilis. So, the day truly has come. Merlin's plan will be fulfilled, or this world will be destroyed. A deep sigh escapes his lips. I require your help, champions. Only you can free me. Ask him to explain. Percival is not the first Grail King, Sir Lambert says. I was Grail King before him when Merlin began his experiments. My father was King Manuel of Hispania, and he wished for me to impress Merlin, so he would be our ally. He never suspected Merlin was manipulating him to achieve his own goals, but with my new title came certain spiritual changes. Merlin said that in the final days of the Grail's task, I could be released from my nightmares. I understand that his plans are likely not what they once were. But if you pass through Al-Andalus, you could seek the strange castle where my mind's manacles were forged and break them. I will share what little is left in my treasury, if that helps convince you. Okay, wir nehmen den Auftrag an, alter Mann. Al-Anna, was auch immer, ist die dritte Map. Dauert also noch einen Moment. Wir brauchen was zu essen, und zwar zeige ich, sonst verhungern wir. With nightfall approaching, you decide to make use of an abandoned camp in the hills. Here you can rest, talk and recover some of your strength. A long journey still lies before you. Ja, wir können jetzt reden oder resten. Ich glaube, reden ist sinnvoll, weil dann fällt uns gleich auf, dass wir beschlichen werden, hier zumindest recht oft. Zara scrapes dried mud off her boots. I do not know why anyone ever comes to these northern climes, she says. It's always raining or foggy, and even when it isn't, the air is still cold. No wonder everyone here is always in such a foul mood. So unserem Bogenschützen fällt natürlich etwas auf. Salim suddenly jumps up. We are about to be attacked, he whispers. Prepare yourselves. Prepare for combat. Hoffentlich gibt's was zu essen hinterher. Okay, was passiert hier? Ich weiß es selber nicht. Konnten wir die Kamera irgendwie drehen? Wir haben einen Bogenschützen, einen Nahkämpfer, noch einen Bogenschützen, noch einen Nahkämpfer und einen Alchemisten. Das sind ein Haufen Gegner. So, die hat 3 Punkte nur in ihrer ersten Runde. Ich kann aber jetzt nicht volle Möhre ihr hinterbrettern und ihr ins Gesicht hauen. Da kriegen wir ein paar verpasst. Ich denke, das ist das, was wir tun werden. Also, was hier passiert. Bewegen kostet 1 Aktionspunkt, Dashen kostet 2, Angreifen kostet 1 Aktionspunkt und der Rest ist relativ gratis. Der Rest ist relativ gratis, das hat nur Cooldowns. Direkt da reinzurennen und auf die drauf zu hauen, würde wahrscheinlich nicht allzu gut laufen für uns. Wir müssten eher in Deckung gehen. Aber wir könnten. Und dann wäre die gebunden. Wie viel Schaden machen wir denn? 6 Punkte?
Wir machen das einfach mal. Ist ja der erste Kampf. Wir müssen schon überleben. Und draufhauen. So, nein, wir müssen kein Second Wind aktivieren. Spells brauchen wir auch noch keine. So. Von da aus kann der auf die schießen, aber da steht er dann schlecht für die restlichen hier. Wie weit läuft denn der Kerl? Move 4, 1, 2, 3, 4. Und der würde sogar gut stehen da, wenn er wirklich von da aus treffen kann. Bisschen Damage können wir uns einstecken. So, was mal das hier? 3 Stacks of Aiming plus 3 Range brauchen wir von hier aus nicht. So, aber ich glaube, Isabel kommt nicht weit genug, um die Sache da unterbinden zu können. Light bringt uns von hier aus auch nichts. Cinch ist zu weit weg. Dann soll die hier einfach in Deckung bleiben. Und dann gucken wir mal, was die Gegner so treiben. Also, wie ihr gesehen habt, man kann die Jungs ziehen, wie man möchte. Das sind alles neue Effekte, die ich nicht kenne, die von den 1000 Patches kommen, die ich verpasst habe. Man kann die Jungs ziehen, wie man möchte. Ist halt sinnvoll, die erst alle in ordentliche Positionen zu bringen, bevor man zieht. Oder angreift in dem Fall. So. Na dann, würde ich sagen, hauen wir die Lady hier mal nieder. Die hat sich die Rüstung wieder voll gemacht, Sachen gibt's. Dann erschießen wir sie 70%, das heißt, wir benutzen Take Aim. Dann haben wir nämlich 100%. Die steht jetzt aber ein bisschen ranzig. Was ist Prepared Shot? War Overwatch, gell? Das heißt, wir können hier hinten rum und können zurück und den Bombardier angreifen. Du hast doch da was für uns. So, du kannst Blight auf den netten Kerl da werfen. Das bedeutet, wir regenerieren jetzt Rüstung und den angreifen. Cinch draufschmeißen, die hier kommt zurück. Und dann gleich die Bogenschützen auf uns schießen, aber das ist schon okay. Können wir um den drum rumlaufen? Geht da noch was? Können wir noch um den drum rum? Dann haben wir die Sache hier doch auch gleich. So, der hat noch einen Punkt. Kann der weg? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß, dass es hier irgendwie einen neuen Effekt gegeben hat, dass unsere Krieger jetzt Gegner binden. Aber wenn der weg kann, dann kann der wohl weg. Ciao! Ich meine, ja, Measuring geht dann wieder weg, er kann nur nichts machen. Kann sein, dass ich den Ton ein bisschen runterdrehen muss für Episode 2, aber das finden wir dann noch heraus. Was ist das hier? Preparing Bomb. Glaubst du selber nicht, dass das passiert? Wir haben unseren Reaction Slash. Ging der vorbei? Was macht Stand Ready? Allow Reactions, okay. Irrelevant also für uns. So, mein Kerl. Du müsstest jemanden erschießen im besten Fall. Ganz schön was los hier plötzlich. Isabel, junges Fräulein. Kannst du da Schaden drauf werfen? Anscheinend nicht. Noch ist okay, noch haben wir keinen Schaden genommen. Muss trotzdem einen Schritt hier weg. Kann die sich bewegen? Jein. Da nämlich reingeht, nehmen wir Rüstungsschaden. Ja, wir müssen da weg, sonst explodieren wir hier gleich alle. Der kann von hier aus aktuell für mehr Damage schießen. Wir gucken, ob wir den da töten könnten, aber dafür müssen wir da rüber und haben dann nur noch 70% Trefferchance. Machen wir 6 Punkte Schaden? Nur 5, das heißt, wir können den eh nicht töten. Dann schießen wir wohl auf einen von den Sentries. Anfang ist ein bisschen fiddlig, solange man noch keine Fähigkeiten hat und man die ganze Zeit auf seine Auto-Attacks angewiesen ist, ist nicht ganz so spannend. Aber hey, kann man nichts machen. Er werft ihr eure Handgranaten ins Nichts, ihr macht das sehr gut. Ich bin kein großer Fan von diesen Prepared-Fähigkeiten.
Also nochmal zur Rüstung. Rüstung regeneriert nach jedem Kampf. Gesundheit nicht. Das bedeutet, solange wir Rüstung haben und keinen Gesundheitsschaden nehmen, ist eigentlich alles in Ordnung. Egal, was hier sonst so passiert. Und da meine Jungs alle recht gut gepanzert sind. Sollte hier erstmal nicht allzu viel passieren. Okay, die muss hier stehen bleiben, weil wenn die sich bewegt, gerät die unter Beschuss. Einen sind wir schon mal los. So, wen können wir denn beschießen? Von hier niemanden. Wieder Top-Deckung ausgesucht. Ich habe doch gesagt, Salim ist jemand, der stehen bleiben muss. Nicht jemand, der die ganze Zeit durch die Gegend rennt und dann dadurch seinen Measuring-Bonus verliert. Schauen wir mal, ob wir den Grenadier dran kriegen. An dem sind wir ja schon dran seit einer Weile. 4 Punkte. Können wir Isabel irgendwo hinbewegen, dass sie den besser trifft? Nicht ohne angeschossen zu werden für 5 Punkte. 5 Punkte Rüstungsdamage ist jetzt nicht so schlimm. Es wird gleich alles besser, wenn wir erstmal ein Level-Up haben und keine 80% mehr vorbeihauen. Gott, wir spielen doch nicht XCOM hier. Grrr. Er schießt sie nur. Ihr trefft mal die Jungs nicht. Die haben alle Evasion. Außer Salim, weil der sollte eigentlich gar nicht hier mitkämpfen müssen. Der ist ein Turm, verdammt. Ein Turm. So, Salim, der Mann da steht auch. Wirklich gut für dich. Okay. Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass wir Take Aim benutzen können. Bin mir nicht ganz sicher. Wir erschießen den Mann da. Bewegen uns diesmal nicht, damit Salim gleich besser wird. Und kümmern uns erstmal um den Schützen. Der Typ da blutet ja sowieso früher oder später aus. So, wir gehen in die Richtung. Wir nehmen unser gutes Fräulein hier mit. Wir werfen Blight da drauf, um Rüstung zu regenerieren. Und jetzt verpassen wir den Bar. Bekommen extra Rüstung, bekommen Campaign Surgeon, also mehr Damage. Und beenden die Runde. Ich glaube, das waren lange Episoden hier. Ich weiß nicht, ob ich jedes Kapitel in eine Episode packen kann, wenn die Kämpfe so lange dauern. Genau, die Kämpfe werden schneller. Und ich werde hier bestimmt nicht so viel vorlesen müssen wie in Wildermesser, wie das bis jetzt aussieht. So, Stand Ready war ein Gegenangriff, nicht wenn der Typ jetzt versucht zu flüchten. Salim, mein Freund, wie viel damit können wir denn mittlerweile aus dir rausholen? Eine Menge. Schön. Kannst du den Kerl bitte töten? Ein bisschen Rüstung regenerieren selbst. Regenerieren. So, da gehen wir trotzdem einfach so rein. Die 5 Armor können wir tanken. Solange es kein HP-Damage ist, ist alles in Ordnung. Ja, es gibt hier coole Fähigkeiten. Es gibt auch einen Haufen coole neue Fähigkeiten, habe ich jetzt gesehen. Mal schauen, ob wir ein paar von denen hier zusammenkriegen. So, Salim, du kannst nicht auf den schießen, wenn der neben dir steht. Ja, mittlerweile kannst du vor dem Typ weglaufen, ohne dass dir was passiert, weil der seinen Stand Ready nicht mehr gemacht hat. Na, also Jungs, insgesamt habe ich schon schlechter gekämpft. Wir müssen halt gucken, dass wir auf Isabel ein paar ordentliche Support-Skills kriegen, die den Damage hier ein bisschen erhöhen. Aber, gewonnen. Okay, das hier ist neu. Also, ich kenne das nicht. Das letzte Mal spiele ich was anderes. Wir haben kein Essen gekriegt, das ist scheiße. Wir haben noch 2 oder 3 Züge, bevor die Leute ernsthaft hungrig werden. Das bedeutet, wir kommen auf jeden Fall noch bis nach Kerleon. Ich darf das mit so einem französischen Akzent sagen, weil. Wir sind hier schließlich in England und zu der Zeit war Französisch da noch cool. The Red Hennites. Was? Habe ich das richtig gesagt? Help! Someone help! Cries a young man running down the road towards you. He is dressed in the clothes of a Red Hennite. A traveling merchant of the Hebrew faith. Ah, okay, nein, ich kann leider kein Hebräisch, also weiß ich nicht genau, was das da heißen soll. Offer your help. Our caravan was set upon by brigands, the young man says, panting.
We fought them off, but my father is injured. Follow him. Making haste, you follow the young Ratanite to the caravan, where his father lies stretched out upon a cart. An arrow is embedded in his shoulder, and a great deal of blood soaks his robe. He shielded me with his body, the young man whispers, as if to himself. Okay, wir haben natürlich einen Campaign Sergeant dabei. Die kriegt das hin. Normalerweise würde ich bei sowas da hinten auf das Ding drücken, weil ich sagen würde, okay, wenn wir die vier Karten hier shuffeln, ist die Chance, dass Failure wieder da ist, wo es jetzt gerade ist, relativ gering. Aber manchmal ist das halt leider nicht so. Komm schon. Das ist ja traurig. So Isabel does all she can. The Red Knight has lost too much blood already and his spirit soon departs. His wife and daughters cry bitterly, but his son's face grows calm. A heavy burden of responsibility now rests upon his shoulders. He kindly thanks Isabel for her efforts. I'm not level up. So, irgendwas war hier neu. Man konnte Attribute verteilen. Ich nehme den Punkt Rüstung. Und eine neue Fähigkeit, bitte. Haste ist cool. Rebuke. Apply a vengeful aura, granting 3 stacks of rebuke to enemies in a 3-tile radius. Was ist denn Rebuke? Minus 50% Power ist langweilig. Launch ist einfach nur ein Charge. Das ist okay. Dann ist die noch ein bisschen mobiler, damit kann ich leben. Was haben wir denn hier? Irgendwas Besseres? Quick Draw ist top für unseren Kerl. Quick Draw ist ein Doppelschuss. Weniger Genauigkeit, was uns aber total egal ist, weil wir Take Aim haben, was Genauigkeit rausnimmt. So, du nimmst auch Rüstung. Isabel, wir bräuchten... Ja, Flaming Brimstone ist cool. Martyrdom ist, glaube ich, neu, sagt mir nichts. Das ist mir ziemlich egal. Dann schmeißt sie ab sofort halt Handgranaten, okay? Isabel wirft ab sofort Handgranaten. Die ist so böse, dass sie den Mann nicht retten konnte, dass sie jetzt Handgranaten wirft. Wir brauchen immer noch was zu essen. Hungry, hungry hippos. Sign of the bear. Late one evening, as you are about to begin looking for a place to rest, you see a strange shadow watching you from the darkness between the trees. It looks like a bear, but its eyes are of the brightest blue. It turns and walks away, looking back once as if asking you to follow. Follow it. You try to follow the bear, but it disappears from view, and now you are not so certain whether you ever saw a bear at all. Perhaps you mistook the stars for its eyes and the shadows of the trees for its body. Keep searching. At last, you discover not a bear, but a large stone in the likeness of one. Could this be what you saw? It does not appear to have been carved or hewn, but to have gained this shape in some natural fashion. Garlands of dry grass and blue flowers have been placed at its feet, and between them lies a relic, as if waiting to be picked up. Was gibt's denn? Rabbit's Luck plus 1 Punkt Accuracy. Ja, ne? Ist was für Isabel, die wirft eh die ganze Zeit ihre Schüsseln vorbei. Hallo, wir brauchen was zu essen. Yay, Achievement! Visit every city and named location in Albion. Willkommen in Caerleon. You arrive in Caerleon, the great city founded by King Belinus. Here Arthur made his stronghold before Camelot was built, but now the glory of the city is gone, a memory at best. Though it is the city of his birth, King Dagonet has neglected it, and Caerleon has become a cesspool, its streets unsafe even by daylight. Shops and traders can be found on Legion Square to the north. Those without gold or seeking adventure might choose to explore the city street instead. Those in need may also find a small house of healing in one of the narrow streets. Eine Heilung brauchen wir nicht, unsere Jungs sind alle noch recht fresh. Wir exploren erstmal, da kann man ein bisschen Geld finden. Ich glaube, es war besser als Pickpocket. On a desolate street full of crumbling houses, you meet a young scribe by the name of Godric. This street was once known as a place of great wisdom. Scribes and sages lived in these houses from the days of the Romans to the reign of Arthur. Most of their wisdom has been lost, but I've heard that in one of the houses there is an old chest that contains the writings of a great scholar. Will you help me find it? Wir haben natürlich unseren eigenen Scholar dabei, Salim. Salim points at a half-broken wall covered in vines.
There, under that rusting shield, next to the spiderweb, he says. That looks like your quarry. Ich werde übrigens keinen stereotypischen arabischen Akzent hier raushauen, wenn ich mich daran hindern kann. Also, ne? Nur so. Godric hurries over and drags the chest from its hiding spot. Remarkable, see here, his treatise on Suetonius? Das ist bestimmt was Römisches. This is the very last copy. Without your help, I would never have found it. Take this gold, please. I can never truly repay you, but at least I can pay you. Go to Legion Square. Wir brauchen was zu essen. Auf jeden Fall. Mindestens zweimal, hätte ich gesagt. Dann schauen wir mal in die Schmiede. So. Es ist von Schmiede zu Schmiede unterschiedlich, was es hier gibt insgesamt. Also worum es hier geht, man kann hier Rüstungen kaufen, man kann Waffen kaufen, die haben alle ein bisschen unterschiedliche Stats. Ich würde aber erstmal unseren Krieger ausstaffieren, nämlich mit einer größeren Evasion-Rüstung. Dann haben wir 30% Chance auf Evasion. Jawohl. Jetzt fehlen uns 2 Punkte scheiß Gold für einen Bogen, aber das passt schon. Erstmal unseren Tank vollpacken. Gut, wir verdrücken uns. Continue your journey. Plus 2 Move, plus 4 Max Armor. Schön. Wie weit haben wir es denn noch? Hier kommt noch eine Heroic Note. Dann sind wir doch bald schon raus hier aus dem ersten Teil. The tournament. In the distance you see many bright pavilions upon a wide green field. The sound of merrymaking echo across the hills. A tournament! Attend the tournament. So, wenn wir jetzt hier irgendwie einen richtigen Ritter dabei hätten, dann hättet ihr hier auch was sehr Cooles. Large crowds have gathered to watch the competitions and of course the jousting. Bards are singing, people are dancing and for a moment you entirely forgot the coming cataclysm. Ich denke, wir lassen Salim am Bogenschützen-Wettbewerb teilnehmen. Der ist der beste Schütze der Welt. Salim decides to participate in the archery contest. The rules are such. Each participant will get 3 attempts at the target and depending on where the arrow strikes, they will be awarded a number of points. Whoever gathers the most points wins. Begin! Okay, Salim verliert. Ha! Das war ein schlechter Schuss. The arrow hits the third ring of the targets, scoring Salim 3 points. On to round 2! Huh! Scheiße! Salim, sorry, Mann. Ich bin heute nicht gut, okay? Okay, wo geht die 7 hin? Na da! Oh, das war komplett geraten. The third arrow hits the target at its very center, scoring Salim 7 points. Once the points are tallied, Salim has won the competition, natürlich. The other archers gracefully accept his victory and the fair damsel delivers his prize. All in all, a good day's work. Hey, das haben wir schon. Können wir verkaufen. Aber 5 Essen, das heißt, wir haben jetzt viel zu viel Essen dabei. Wir werden in Stonehenge vorbeischauen. Wer könnte da Nein zu sagen? Atlantis. As you are resting by the fire, the air itself suddenly seems to bend, twisting everything around you. Your minds are almost blotted out as Merlin's spirit descends. Continue. Also, diese Dinger hier. Am Anfang hat man die ganze Zeit mit Morgana gesprochen. Das sind so, ich glaube, je öfter man da vorbeischaut, desto mehr von diesen Chors kann man auch freischalten. Ich glaube, Atlantis gibt es noch als Chor. Don't you ever get tired of this? Atlantis says, suppressing a yawn. Don't you ever want to go? Screw it. I'll let the next 1000 worlds burn and go have an ale with my old friend Atlantis in the Outer Nebula. Maybe watch an immaculate spiral get consumed by lightworms. No, I believe in this. Atlantis nods. You really do, don't you? It still seems like such a strange idea, you know, this investment you have. The pain you are willing to endure. Strange, but fascinating. Also die machen sich immer alle ein bisschen lustig über Merlin, weil der versucht, die Welten zu retten und die anderen, das waren alles mal so ein großer Zirkel. Wenn euch das interessiert, kauft das Spiel und spielt von Anfang an. Da, sehr viel von dem Dialog ist schon rum, weil ich nun schon ein paar Runden gespielt habe. Es geht einfach darum, dass Merlin ein bisschen zu stark geworden ist und die anderen Zauberer den dafür irgendwie in Schlaf versetzt haben und jetzt aufgewacht ist und nicht mehr wirklich so stark ist wie vorher und
Deswegen jetzt hier diese Helden nehmen muss, anstatt Artus, um die Sache jetzt zu Ende zu bringen. A fork in the road. You are traveling along a pleasant tree-lined path when you come across a fork in the road. To the left, the path narrows, leading up a shadowy slope. The going seems more difficult, but you think this way might be shorter. The other path is broad and bright, leading down into a lush valley, at the end of which you see smoke curling from a chimney. Okay, man geht immer den schweren Weg, oder? Das ist doch so. In diesen ganzen Disney-Sachen und so. Und in Märchen generell. Wir gehen also nach links. The road is more gentle than expected. While the path is steep, the ground is soft and springy, pleasant to walk upon. You're making good time and think that you might have made the right choice. When you come across a bull, the brute is standing in the middle of the path, feet planted squarely, nostrils flaring, and it seems to have little inclination to move aside for you. Okay, wir benutzen unsere Alchemistin und locken den Bullen weg mit unseren guten Kräutern. The bull hesitantly accepts the proffered herbs. The beast seems hopeful that there might be more in store since it starts to follow you along the path, now as docile as a newborn lamb. Once you reach the other side of the hill, you encounter a young man. You found my bull, oh blessed be, strangers. My brother left the paddock open and he got away. I hope he was not too much trouble. As thanks, the boy gives you some provisions. Toll, warum habe ich mein ganzes Geld in der Kackstadt für Essen ausgegeben, nur damit ich jetzt hier überhäuft werde unterwegs? The encampment. On a small clearing by the side of the road, you come upon an encampment. A crowd of knights, merchants and artisans has gathered here to rest, trade and carouse. Approach! It would seem that in recent weeks the region has been devastated by unseasonal floods and a beloved inn has been washed away. There haven't been such floods since Vortigern's day, one of the knights cries. Alas for the innkeeper and alas for us, but by God's grace the ale was saved, so we have persevered and made do. Among the many craftsmen in the encampment is a renowned blacksmith. He is not entirely sober, but seems capable of working. Discount! Das ist genauso teuer wie eben, das ist kein Discount. Hier, wie wär's mit einem Shortsword, ich weiß. Plus 2 Damage gegen ungepanzerte Ziele, die hat eh schon Bonusschaden gegen ungepanzerte Ziele und sonst können wir uns gerade auch nichts leisten. Continue your journey. Fast schon da, meine Kerle. Fast schon in Korbenik. A merchant in distress. As you continue your journey, you come upon a crime being committed. A poor merchant is being held up by a bandit. The old man is trembling in fear, begging the bandit not to take his belongings. I have nothing but these things, good sir, please. I live from hand to mouth. The bandit does not seem impressed by the man's pleas. When he notices your approach, he turns around and waves his sword at you, menacingly. Das ist ein sehr kurzes Sword, mein Kerl. Away with you, he growls. This quarrel is not yours to meddle in. Wir schnappen uns unsere Dame hier und die macht sich lustig über den. Ich habe heute kein Glück mit den Dingern hier. Shuffle. Wir nehmen das da. Wuhu, Success. Hätte ich das gedrückt, wo es vorher war, hätte ich schon wieder verkackt. A quarrel, you say? Isabel laughed. How fortuitous. As it happens, I'm a master of diplomacy. Shall I show you how swiftly I can bring peace? The bandit drops his sword and runs. It would appear that he is a weak negotiator. Continue. You saved me, the merchant exclaims, surprised at this turn of events. Like proper knights in the stories about Arthur, I did not think such people still existed. Please allow me to reward you. Ja, wir nehmen die 60 und kaufen keine Supplies bei dir. Tut mir leid, wir sind schon voll. Gut, das ging dann doch schneller als erwartet. Zum Endkampf, City of Korbenik. The Siege of Korbenik. At long last, you have arrived at the Castle Korbenik. Here, the Grail was found, the Fisher King healed, and many other magnificent deeds accomplished. It is a place of great magic, sometimes called the Castle Adventurous, and it is under siege. At its gates, a vast behemoth of a beast howls at the sky. This abomination is an emissary of the Cataclysm.
More than merely a sign of its coming. It is a mighty instrument of destruction. So, wir haben plus 2 Power für Isabel, ist egal. Und plus 2 Damage für Salims nächsten Angriff. Oder defend the gates und nix kriegen. Wir nehmen Shoot the Beast. The arrow strikes the behemoth, but the abomination's hide is so thick that you might as well have tossed a pebble at it. You now have the beast's attention, however. It roars and turns toward you. Defend the gates! Okay, das hier ist ein Z-Kampf, der passiert immer gleich, das sind immer dieselben Gegner und das erste Mal für unsere Kampagne, dass wir die Aliens sehen. Wir haben 2 Redcaps, das sind im Prinzip Support-Einheiten. Wir haben eine Wyvern, das ist eine fliegende Nahkampfeinheit und wir haben den Behemoth, das ist quasi ein Tank. Die Frage ist, lassen wir die Jungs dichter rankommen? Also natürlich lassen wir die Jungs dichter rankommen, weil wir können gerade weniger machen als das. Wir lassen Salim da stehen. Der soll gleich alles benutzen, was er hat, um das Vieh da zu vernichten. Und wir holen Isabel ein bisschen dichter ran. Und dann schauen wir doch mal, was wir hier tun können. Ich glaube, wir tauschen Isabel und Sarah. Ja, weil das Vieh läuft nämlich relativ weit, wenn ich mich nicht täusche. Und dann hauen wir das gleich mal um. Wir haben auch noch Starfall übrig. Ja, wir lassen die mal alle rankommen. Und jetzt lassen wir es ordentlich knallen. Wir hauen erstmal einen Starfall runter. Einer unserer großen Merlin-Spells. So, und jetzt werfen wir noch eine Handgranate oben drauf. Die Frage ist nur, auf wen genau? Kriegen wir hier 3 Leute zusammen? Anscheinend nicht. Wenn die nach da geht, kriegen wir wahrscheinlich 3 Leute zusammen. Gibt es einen Zurück-Button? Ich glaube schon, gell? Jawohl. Okay. Die 2, da müsste ich doch eigentlich sprengen können, wenn ich nach hier gehe. Nach da? Jawohl. 2 weniger. So, und dann Salim, der große Bogenschütze. Take aim. Ha. Shoot. Und quick draw. Ach richtig, man kann auf 2 unterschiedliche Ziele abschießen damit. Und schon haben wir die Belagerung hinter uns. Das sah einfacher aus, als es war, okay? Das war einfach nur sehr taktisch. It is done. The mighty Behemoth has been slain and Korbenik has been saved from the cataclysm. Enter the castle. Kann ich das Level-Up noch vorher machen? Nee, okay, das Ding liegt hier einfach so drauf. The lord of the castle comes forth to meet you. His name is King Percival. Once he was a knight of the round table and an instrument of Merlin, but now he has become the Grail Knight, protector of the secrets of Korbenik. Hallo, King Percival. Welcome, champions of Merlin, the Grail Knight says with a bright smile. Do not worry. Yes, I appear unaged, and yes, I am wounded. These are my burdens as King of Korbenik, but come, let me show you my castle. Okay. Despite the siege, Korbenik is most beautiful. It has not suffered the same decay as Dagonet's realm. Though King Percival is a vassal of Camelot, Korbenik has retained a certain independence. As you enter the town within the walls, Percival summons his treasurer. A reward for our heroes, he exclaims, though blood runs from his wounds without cease. Follow him, 66 Tacken, nice. A ship will be waiting for you in the harbor in the morning, the wounded king advises you. Until then, the castle is yours to explore. We will
I will make certain that your heroic deeds are known to all. Good luck, friends. I must rest now. Look around. Naja, wir gehen auf den Markt. Wir brauchen nichts zu essen. The Market Hall in Kobenik is small but lively. Ja. Wir haben ein Relikt zu verkaufen und ich mich nicht täusche. Oh, wir haben einen Haufen? Nein, warte, das sind die es hier gibt. Vial of Poison, Fragment of... Okay, gain 4 Armor und Kill. Wir würden gerne die Rune of Alacrity verkaufen. Und den Heiligen Gral. Aber wir kriegen auch gleich noch das Horn. Dann können wir eigentlich auch direkt die hier verkaufen. Wir schauen mal in den Shop, was so geht. Gibt es hier ein Bastard Sword für uns diesmal? Nein, okay. Ach doch, nein. So, die hat schon alles. Was haben wir denn hier im Angebot? Plus 1 Punkt Range ist nice. Plus 2 Accuracy ist egal. Der trifft ja sowieso immer. Ich hätte gerne einen, der Damage macht. So, Rüstung, Evasion, Armor ist auch total egal, aber wir kaufen ihm wahrscheinlich eine. Hier bräuchten wir Range, genau. Auf unserem Mystiker ist Range immer gut. Ja, dann packen wir noch 5 Punkte Rüstung oben drauf. Dann kaufen wir ihm hier noch 2 Sachen. Der hat keine Evasion, also ist 10% ziemlich egal. Dann kaufen wir plus 1 Punkt Range, warum nicht? So, jetzt hat jeder Tier 2 Klamotten, beziehungsweise Tier 1. Jeder hat jetzt Tier 1, das ist gut. Dann sind wir hier fertig. Ich weiß nicht genau, wie jetzt der Übergang geht, aber wir sehen es wohl dann. Retire for the day. Okay. A servant of King Percival brings you to a room set aside for you. It is the most luxurious place you have seen in some time. And though your dreams are very strange, in the morning you feel rested and ready to continue. Okay, wenn wir auf das Boot steigen, fahren wir rüber nach Hispanica oder so. Und das wäre dann Kapitel 2. Wir hören hier also auf. Danke fürs Zuschauen. Liken und Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Falls es irgendwie Feedback oder so hierzu gibt, natürlich gerne die Kommentare packen. Ich beantworte auch soweit alle Fragen, die ich über das Spiel hier beantworten kann. Es werden nicht viele sein. Aber danke, dass ihr da wart. Ciao, ciao.